Hallo Theresa. Hi. Was ist für dich der schönste Moment bei einer Trauung? Oh, einer? Da gibt es viele. Zum Beispiel, wenn das Paar einläuft oder wenn die Braut alleine kommt und der Bräutigam steht und schon die ersten Tränen kullern noch. Das ist immer wieder schön. Musstest du bei einer Trauung auch schon mal ein Tränchen verdrücken? Bei einer? Eins? Mehrere. Immer wieder. Ich bin sehr emotional. Ich finde das immer wieder großartig. Was ist für dich ein No-Go bei Hochzeiten? Oh, das Handy. Wenn das Handy klingelt während der Trauung, obwohl immer wieder darauf hingewiesen wird, das finde ich auch schade fürs Brautpaar. Danke dir, das war spannend. Jetzt ein paar persönliche Fragen zu dir. Abgesehen von Personen, welchen Gegenstand müsstest du unbedingt mit auf eine einsame Insel nehmen? Mein Saxophon. Warum hängt bei dir zu Hause eine alte Pommesschale? Ja, da steht die Adresse, meine Adresse da auf, die eine Kollegin mal aufgeschrieben hatte, als mein Mann mich hinter einer Pommesbude mal gesehen hat und unbedingt wissen wollte, wer ich bin. Das ist der Kontakt zu meinem Mann. Schön. Du bist ja auch Italienerin. Sie. Wenn du dich beim Autofahren aufregst, schimpfst du auf Deutsch oder auf Italienisch? Beides. Mama mia, beides. Manchmal kann ich mich richtig hochschaukeln. Pizza oder Pasta? Beides. Da gibt es keinen Unterschied. Danke dir. Was? Sind wir schon fertig? Ja. Möchtest du nicht noch mehr von Italien wissen?